Hallo Leute, hier ist Christian und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und meinem Unboxing sowie meinem ersten Eindruck von einem neuen Mittelklasse-Smartphone aus dem Hause von Oppo, nämlich vom Oppo A91. Das Oppo A91 wurde vor 2 Tagen für Deutschland angekündigt zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro. Dafür bekommt der Kunde unter anderem eine Quad-Kamera, das heißt 4 Kameraeinheiten auf der Rückseite, ein relativ groß dimensionierter Akku und was für mich auch Neuland ist, einen MediaTek-Prozessor. In diesem Video gibt es aber natürlich nicht meinen ausführlichen Testbericht, sondern einen ersten Eindruck und auch das Unboxing. Das heißt, ich werde auf den Lieferumfang eingehen, auf die technischen Daten, auf die Oberfläche und natürlich auch, wie sich das Gerät so im ersten Eindruck in der Hand anfühlt und aus welchen Materialien es natürlich gefertigt ist. Jetzt kommt aber noch ein ganz kurzes Intro und dann geht schon los mit meinem Ersteindruck und auch dem Unboxing vom Oppo A91. Und damit starte ich auch schon mein Unboxing vom Oppo A91 und wie ihr es gewohnt seid, gibt es jetzt erstmal einen ganz kurzen Rundgang um die Verpackung. Auf der Vorderseite haben wir natürlich erstmal das Produkt an sich, nämlich von Vorderseite und auch von der Rückseite. Wir haben den Namen und auch die Speicherkombination, nämlich aus 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher. Auf der rechten Verpackungsseite nochmals der Hinweis und auf der Rückseite erste technische Hinweise bzw. Key Features, die dieses Gerät so mitbringt. Unter anderem haben wir hier ein Schnellladesystem, Full HD Plus Auflösung mit einem AMOLED-Bildschirm. Wir haben einen In-Display-Fingerabdrucksensor und wir haben eine sehr gute 48 Megapixel, zumindest laut Datenblatt Kamera. Das war es im Grunde genommen. Von daher würde ich sagen, packen wir das gute Stück aus, dass es ab dem 14.04., also seit vorgestern, in 2 Farben gibt und dann zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 299 Euro. Die Verpackung an sich, das habt ihr bereits sehen können, ist relativ dick. Das hat allerdings eine Bewandtnis, nämlich hinsichtlich des Netzteiles, auf das ich gleich zu sprechen kommen werde. Hier haben wir natürlich erstmal das SIM-Karten- bzw. Eject-Tool zum Öffnen des SIM-Karten-Trays bzw. auch des Micro-SD-Karten-Slots, denn ich habe hier die Möglichkeit, den internen Speicher von 128 GB nochmals per Micro-SD-Karte zu erweitern. Und dabei gibt es direkt ein Silikon-TPU-Case, natürlich relativ einfache Ausführung. Nichtsdestotrotz finde ich es immer wieder richtig gut, wenn ein Hersteller direkt ab Werk ein Netzteil hinzulegt. Das ist das Oppo A91, das kommt nochmal ganz kurz zur Seite und wir werfen einen Blick hier auf das sehr groß dimensionierte Netzteil. Und zwar haben wir hier ein 20 Watt Netzteil, um den 4025 mAh starken Akku wieder relativ zügig aufzuladen. Nämlich in 72 Minuten verspricht Oppo 100%, in 30 Minuten 52%, auf der einen Seite mit USB-A, auf der anderen Seite natürlich mit dem europäischen Anschluss. Und zu guter Letzt, nein, nicht zu guter Letzt, denn es kommt noch etwas, haben wir hier erstmal das Ladekabel. Natürlich auf der einen Seite mit USB-A, das ist für den Netzstecker gedacht, auf der anderen Seite mit USB-C. Finde ich sehr gut, dass direkt USB-C zum Einsatz kommt. Das war ja lange Zeit in der Mittelklasse nicht der Fall und wir haben noch ein paar Kopfhörer dabei. Und zwar, was ich sehen konnte, mit 3,5 mm Klinkenstecker. Das heißt, wir haben auch nativ eine Klinkenbuchse vorliegen. Wenn man sich die Ohrstecker anguckt, sieht man eine sehr große Ähnlichkeit zu den Ohrsteckern von Apple bzw. von Huawei, die auch schon seit längerer Zeit diese Ohrstecker im Angebot haben. Auf der anderen Seite haben wir noch eine Fernbedienung dabei. Das heißt, um Telefonate anzunehmen, zu beenden, Lied zu pausieren bzw. wiederzugeben und natürlich noch ein kleines Mikrofon. Lautstärke wird ist dort nicht vorhanden. Von daher würde ich sagen, gehen wir direkt zum Oppo A91 über. Hier nochmals in einer Folie eingepackt. Und hier in einem sehr schönen, ja, wie nennt man das, türkisfarbenen Ton, der einige Spiegelung hier von der rechten Gehäuseseite mit sich bringt. Das heißt, je nach Lichteinfall könnt ihr hier sehr gut die Spiegelung auf der Rückseite sehen. Oppo-Schriftzug, wir haben hier oben das Kamerasetup, bestehend aus 4 Kameras, auf die ich gleich nochmal zu sprechen kommen werde. Rückseite ist Kunststoff,
fühlt sich relativ warm an. Ich nehme an, der Gehäuserahmen besteht ebenfalls aus Kunststoff. Das ist zumindest das, was man aktuell aus der Mittelklasse kennt, beziehungsweise auch von anderen Herstellern bekommt. Machen wir einen Rundgang um das Gerät und fangen auf der rechten Seite an. Dort habe ich den Power-Button, natürlich den Ein- und Ausschalter zum Einschalten des Gerätes, genau gegenüberliegend und genauso wie beim Oppo Find X2 Pro, dessen Test ich euch schon gezeigt habe, haben wir die zweiteilige Lautstärkewippe und das finde ich wirklich sehr gut, dass das direkt symmetrisch auf der anderen Seite positioniert wurde. Das heißt, ich habe keine Probleme, hier den Power-Button zu erreichen und ich habe auch keine Probleme, ohne Umgreifen die Lautstärkewippe zu erreichen. Druckpunkte sind gut bis sehr gut mit einem ja auch akustischen Ton beim Drücken. Im Fuße des Gerätes haben wir natürlich die 3,5 mm Klinkenbuchse zum Anschließen des Headsets. Wir haben dort das Mikrofon für Telefonate, USB-C-Anschluss und natürlich den einzigen Lautsprecher. Im Kopf des Gerätes haben wir dann noch ein weiteres Mikrofon für aktive Geräuschunterdrückung. Und den SIM-Kartenslot finde ich hier nochmals auf der linken Gehäuseseite im oberen Bereich. Wie erwähnt, habe ich natürlich die Möglichkeit, auch hier eine Micro-SD-Karte einzulegen. Wir sprechen hier von einem sehr dünnen Gerät, 7,9 mm, 172 Gramm und dafür ist die Akkukapazität von 4025 mAh schon recht ordentlich, würde ich sagen. Und angetrieben, und dabei starte ich auch mal das Gerät, wird das Oppo A91 von einem MediaTek P70 Prozessor. MediaTek ist eigentlich dafür bekannt, dass sie relativ günstige Prozessoren herstellen, nicht die leistungsstärksten Prozessoren. Ich habe bisher tatsächlich sehr wenige Prozessoren bzw. Smartphones mit einem MediaTek Chipsatz getestet, weil der Chipsatz nicht immer das verspricht, was zum Beispiel ein Snapdragon kann, ein Kirin kann oder auch ein Exynos Chipsatz. In diesem Fall bin ich aber mal wirklich sehr gespannt, weil das P70 Modell diese CPU tatsächlich das bestmögliche Modell aus der Mittelklasse sein soll. Momentan seht ihr hier ein 6,4 Zoll großes Display, Full HD Plus Auflösung, Super AMOLED. Auf der Vorderseite haben wir Gorilla Glass 5 und wir haben einen In-Display Fingerabdrucksensor, der in diesem Fall optisch ist. Und das Ganze läuft natürlich, ich müsste mich jetzt zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich noch weiß, mit Android 10, das werden wir uns aber natürlich gleich anschauen. Ich werde jetzt mit euch einmal die Schnelleinrichtung durchgehen. Ich befinde mich natürlich in Deutschland, regionale Option Deutschland. Ich stimme der Benutzervereinbarung zu und damit hat sich das schon erledigt. Ich möchte momentan mich noch mit keinem WLAN verbinden. Wi-Fi Assistant, okay, ich gehe mal auf Fortsetzen. Google-Dienste muss und werde ich natürlich akzeptieren und jetzt geht es an den Fingerabdrucksensor und ich würde sagen, den richten wir mal direkt ein, weil ich natürlich sehen möchte, wo der positioniert ist beziehungsweise wie der natürlich auch den Fingerabdruck erkennt. Bei einigen Fingerabdrucksensoren, vor allem aus dem Hause von Samsung, funktioniert das manchmal nicht ganz so gut. Jetzt kommen wir zur Gesichtserkennung. Das war es mit einer sehr schönen Animation. Okay, machen wir ein. Fingerabdruck hinzufügen. Ihr seht, unten ist der Fingerabdrucksensor platziert. Für mich ist das tatsächlich etwas zu weit unten, muss ich sagen. Ich habe den lieber etwas weiter oben, so wie das zum Beispiel beim Mate 20 Pro auch der Fall war, weil ich der Meinung bin, wenn ich mit dem Finger umgreifen muss, mit der Hand umgreifen muss, um mit dem Daumen oder jedem anderen Finger unten den Sensor berühren zu müssen, eben das Gerät zu kopflastig wird. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass der etwas weiter oben sitzt. Legen Sie den Finger auf den Sensor. Jetzt werden die letzten Schritte gemacht. Aber ich muss sagen, dass die Einrichtung tatsächlich ohne große Fehlerkennung vollzogen wird. Softwareaktualisierung geht natürlich jetzt momentan nicht, weil ich mit keinem WLAN oder keinen mobilen Daten verbunden bin. Und ihr seht, willkommen Color OS 6. Das ist noch nicht die aktuellste Version. Auf dem Oppo Find X2 Pro zum Beispiel kommt Color OS 7 zum Einsatz. Und ihr könnt auch hier schon sehen, wenn ihr das Oppo Find X2 Pro kennt, dass das System etwas anders aussieht. Was ich gesagt habe, 4025 mAh starker Akku, MediaTek Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Speicher. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist natürlich die Rückseite mit den vier Kameras. Wir haben zum einen eine 8 Megapixel Ultra Weitwinkelkamera, F2.2 Blende und 119 Grad Blickwinkel.
48 Megapixel Weitwinkelkamera, das heißt, das ist die ganz normale Kamera mit f1.7 Blende, aber auch Pixelbinning. Das heißt, die normalen Bilder werden mit 12 Megapixel aufgenommen, im Idealfall, oder wenn ihr das natürlich mögt, habt ihr auch die Möglichkeit, auf 48 Megapixel zu gehen. 2 Megapixel Monolens, das ist ein Schwarz-Weiß-Sensor, und 2 Megapixel Porträtkamera mit f2.4 Blende. Und auf der Vorderseite wurde auch noch nicht erwähnt, dass wir eine 16 Megapixel Frontkamera im Waterdrop-Notch-Design im oberen Bereich implementiert haben. Ich gehe mal in die Einstellungen, denn ich möchte sehen, mit welcher Softwareversion das Gerät läuft. So, jetzt muss ich sehen. Kontenrechtliche Hinweise, melden Sie sich an. Etwas schwieriger gerade. Gerät und Datenschutz über das Telefon. Dort haben wir den Punkt. Android-Version 9, ColorOS Version 6.1.2 ist das. Das heißt, wir haben hier noch kein Android 10 auf dem Oppo A91. Das finde ich tatsächlich sehr schade, und auch noch nicht die neueste Oberfläche. Ich bin aber mal sehr gespannt, wann Oppo das nachschieben wird, und ich würde mich freuen, wenn das in naher Zukunft geschehen wird. Denn jetzt sollte schon Android 10 bei allen Geräten am Start sein und so natürlich auch beim Oppo A91. Verbindungssteife ist gegeben, Positionierung der Buttons ist gut. Ihr seht, ColorOS 6 sieht noch nicht so wirklich modern aus, muss ich sagen. Ich muss nachher mal testen, ob ein Software-Update eingetroffen ist, beziehungsweise ob ich eins installieren kann. Die Icons, die sind mir in diesem Falle tatsächlich zu altbacken, zu groß. Das ist von der Oberfläche noch nicht das, was ich gerne sehen würde, zumal es auf dem Find X2 Pro deutlich schöner aussah. Ansonsten noch nicht die aktuellste Android-Version drauf, finde ich auch sehr schade. Aber ich muss sagen, für 299 Euro, ja, man könnte sagen Glas, man könnte sagen Metall, whatever. Samsung mit seinen Geräten fängt bei diesem Preisbereich mit 350 Euro an, teilweise auch etwas teurer. Von daher kann man mit dem Preis, mit der UVP von 299 Euro tatsächlich zufrieden sein. Auf zwei Dinge bin ich besonders gespannt: Akkulaufzeit und natürlich auch Performance. Vor allem hinsichtlich des MediaTek-Prozessors und ob der 4025 mAh starke Akku in dem relativ dünnen Gehäuse auch relativ lange durchhalten wird. Damit bin ich am Ende mit meinem Unboxing und auch meinem Ersteindruck vom Oppo A91 und bedanke mich an dieser Stelle, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich riesig freuen, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein Like oder Kommentar hinterlasst und vor allem bei den zukünftigen Videos einschaltet. Bis dahin, macht's gut und ciao!